Herkese merhaba. Diyaloge auf Deutsch Almanca Diyaloglar bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde iki arkadaş arasında geçen bir yol tarifi diyalog örneği göreceğiz. Hallo Andrea, ich glaube du gehst nach Hause. Hallo Zeynep, ja, ich gehe nach Hause. Ich möchte meiner Familie einen Brief senden. Weißt du, wo das Postamt ist? Tekrar edelim. Hallo Andrea, ich glaube, du gehst nach Hause. Hallo Zeynep, ja, ich gehe nach Hause. Ich möchte meiner Familie einen Brief senden. Weißt du, wo das Postamt ist? Schau, siehst du die Ampeln da vorne? Gehe bis zu diesen Ampeln. Ja, und dann? Wenn du an der Ampel bist, biege rechts ab. Tekrar edelim. Schau, siehst du die Ampeln da vorne? Gehe bis zu diesen Ampeln. Ja, und dann? Wenn du an der Ampel bist, biege rechts ab. Okay, ich biege rechts ab. Gehe etwa 150 Meter, dann kommst du zu einem Kreisverkehr. Okay, habe verstanden. Tekrar edelim. Okay, ich biege rechts ab. Gehe etwa 150 Meter, dann kommst du zu einem Kreisverkehr. Okay, habe verstanden. Biege im Kreisverkehr links ab und gehe etwa 200 Meter. Okay, ich gehe 200 Meter. Du wirst an einem kleinen Platz ankommen. Tekrar edelim. Biege im Kreisverkehr links ab und gehe etwa 200 Meter. Okay, ich gehe 200 Meter. Du wirst an einem kleinen Platz ankommen. Ja, ich kann mich an den Platz erinnern. Rundherum gibt es Geschäfte. Ja, da ist es. Ist das Postamt dort? Tekrar edelim. Ja, ich kann mich an den Platz erinnern. Rundherum gibt es Geschäfte. Ja, da ist es. Ist das Postamt dort? Nein, es ist nicht genau dort, aber ganz in der Nähe dieses Platzes. Auf dem Platz angekommen, nimm die Gasse neben der Apotheke. Okay. Tekrar edelim. Nein, es ist nicht genau dort, aber ganz in der Nähe dieses Platzes. Auf dem Platz angekommen, nimm die Gasse neben der Apotheke. Okay. Gehe bis zum Ende dieser Gasse. Das Postamt befindet sich ganz am Ende dieser Gasse. Vielen Dank, doch das Postamt scheint mir etwas weit weg zu sein. Tekrar edelim. Gehe bis zum Ende dieser Gasse. Das Postamt befindet sich ganz am Ende dieser Gasse. Vielen Dank. Doch das Postamt scheint mir etwas weit weg zu sein. Wenn du willst, kannst du von der Bushaltestelle dort drüben den Bus nehmen. Der hält direkt vor dem Postamt. Dankeschön. Dann sehen wir uns morgen in der Schule. Tschüss.
Tekrar edelim. Wenn du willst, kannst du von der Bushaltestelle dort drüben den Bus nehmen. Der hält direkt vor dem Postamt. Dankeschön. Dann sehen wir uns morgen in der Schule. Tschüss. Tekrar edelim. Hallo Andrea, ich glaube, du gehst nach Hause. Hallo Zeynep, ja, ich gehe nach Hause. Ich möchte meiner Familie einen Brief senden. Weißt du, wo das Postamt ist? Tekrar edelim. Hallo Andrea, ich glaube, du gehst nach Hause. Hallo Zeynep, ja, ich gehe nach Hause. Ich möchte meiner Familie einen Brief senden. Weißt du, wo das Postamt ist? Schau, siehst du die Ampeln da vorne? Gehe bis zu diesen Ampeln. Ja, und dann? Wenn du an der Ampel bist, biege rechts ab. Tekrar edelim. Schau, siehst du die Ampeln da vorne? Gehe bis zu diesen Ampeln. Ja, und dann? Wenn du an der Ampel bist, biege rechts ab. Okay, ich biege rechts ab. Gehe etwa 150 Meter. Dann kommst du zu einem Kreisverkehr. Okay, habe verstanden. Tekrar edelim. Okay, ich biege rechts ab. Gehe etwa 150 Meter. Dann kommst du zu einem Kreisverkehr. Okay, habe verstanden. Biege im Kreisverkehr links ab und gehe etwa 200 Meter. Okay, ich gehe 200 Meter. Du wirst an einem kleinen Platz ankommen. Tekrar edelim. Biege im Kreisverkehr links ab und gehe etwa 200 Meter. Okay, ich gehe 200 Meter. Du wirst an einem kleinen Platz ankommen. Ja, ich kann mich an den Platz erinnern. Rundherum gibt es Geschäfte. Ja, da ist es. Ist das Postamt dort? Tekrar edelim. Ja, ich kann mich an den Platz erinnern. Rundherum gibt es Geschäfte. Ja, da ist es. Ist das Postamt dort? Nein, es ist nicht genau dort, aber ganz in der Nähe dieses Platzes. Auf dem Platz angekommen, nimm die Gasse neben der Apotheke. Okay. Tekrar edelim. Nein, es ist nicht genau dort, aber ganz in der Nähe dieses Platzes. Auf dem Platz angekommen, nimm die Gasse neben der Apotheke. Okay. Gehe bis zum Ende dieser Gasse. Das Postamt befindet sich ganz am Ende dieser Gasse. Vielen Dank, doch das Postamt scheint mir etwas weit weg zu sein. Tekrar edelim. Gehe bis zum Ende dieser Gasse. Das Postamt befindet sich ganz am Ende dieser Gasse. Vielen Dank, doch das Postamt scheint mir etwas weit weg zu sein.
Wenn du willst, kannst du von der Bushaltestelle dort drüben den Bus nehmen. Der hält direkt vor dem Postamt. Dankeschön. Dann sehen wir uns morgen in der Schule. Tschüss. Tekrar edelim. Wenn du willst, kannst du von der Bushaltestelle dort drüben den Bus nehmen. Der hält direkt vor dem Postamt. Dankeschön. Dann sehen wir uns morgen in der Schule. Tschüss. Tekrar edelim. Hallo Andrea, ich glaube, du gehst nach Hause. Hallo Zeynep. Ja, ich gehe nach Hause. Ich möchte meiner Familie einen Brief senden. Weißt du, wo das Postamt ist? Schau, siehst du die Ampeln da vorne? Gehe bis zu diesen Ampeln. Ja, und dann? Wenn du an der Ampel bist, biege rechts ab. Okay, ich biege rechts ab. Gehe etwa 150 Meter, dann kommst du zu einem Kreisverkehr. Okay, habe verstanden. Biege im Kreisverkehr links ab und gehe etwa 200 Meter. Okay, ich gehe 200 Meter. Du wirst an einem kleinen Platz ankommen. Ja, ich kann mich an den Platz erinnern. Rundherum gibt es Geschäfte. Ja, da ist es. Ist das Postamt dort? Nein, es ist nicht genau dort, aber ganz in der Nähe dieses Platzes. Auf dem Platz angekommen, nimm die Gasse neben der Apotheke. Okay. Gehe bis zum Ende dieser Gasse. Das Postamt befindet sich ganz am Ende dieser Gasse. Vielen Dank, doch das Postamt scheint mir etwas weit weg zu sein. Wenn du willst, kannst du von der Bushaltestelle dort drüben den Bus nehmen. Der hält direkt vor dem Postamt. Dankeschön, dann sehen wir uns morgen in der Schule. Tschüss. In dieser Lektion haben wir ein Beispiel für einen Dialog zur Wegbeschreibung zwischen zwei Freunden gezeigt. Auf Wiedersehen, bis zu einer anderen Dialoge auf Deutsch-Lektion.